Getcha Classic hat mal wieder ein besonderes Schmankerl heute für euch. Wir stehen hier nämlich vor einem 1965er Käfer. Was es mit dem Auto auf sich hat, wird uns die Heike gleich erzählen. Heike ist Vorstand des Elternhauses für krebskranke Kinder und erzählt uns mal ganz kurz, wie seid ihr zu dem Auto gekommen? Wir haben das Auto geerbt und möchten es gerne verkaufen an einen Liebhaber. Und wieso wollt ihr das verkaufen? Wir möchten neue Projekte umsetzen, den Garten im Elternhaus neu gestalten für die Kinder, einen neuen Spielturm und neues Sonnensegel für den Sandkasten halt kaufen, und dafür brauchen wir das Geld. Das heißt also, wenn ihr dieses Auto erwerben wollt, bekommt ihr einerseits ein schönes Auto und ihr unterstützt das Elternhaus für krebskranke Kinder, damit die nämlich für die Kinder einen Spielplatz bauen können. Das kennt ihr ja schon uns von Getcha Classic. Wir laufen jetzt mal mit euch ums Auto rum, um euch das Auto aus der Nähe zu zeigen. Also man sieht hier, er passt wirklich, er hat auch noch die originalen Kotflügel drauf. Bei den Repro-Kotflügeln oder die man später kauft, hat man immer das Problem, dass diese Wulst, diese Ausbuchtung hier, nicht mehr so doll zu sehen ist. Diese Kante hier. Und daran erkennt man das immer ganz gut, ob das noch die originalen alten Pressungen sind oder irgendwelche neuen, ich sag jetzt mal 30 Euro eBay-Bauteile. Das Auto wurde ja von dem Erstbesitzer 1965 gekauft. Der war ein Mitarbeiter der Behörde. Und da sieht man auch, die Behördenlenkräder, die waren nämlich mit den drei Speichen. Die gab es nur bei den Behördenautos. Gehen wir mal ein bisschen rum ums Auto an sich. Also die ganzen Spaltmaße stimmen für einen Käfer logischerweise. Hier hat er mal eine kleine Delle gekriegt. Aber Tür passt auch, hängt auch nicht. Tür schließt auch sehr sauber. Der Lack ist halt ringsrum, der hat halt partielle Nachlackierungen schon bekommen. Das seht ihr ja dann auch an den Lackmessbildern bei uns, wie ihr das schon von uns kennt, von Getcha Classic. Da hat er teilweise zwischen 200 an manchen Stellen auch 350 mal 420 Mü. Aber ist jetzt halt kein wirklicher Spachtelbomber, sondern hat halt einfach über die Zeit, wo er einiges erlebt hat, auch schon mal ein bisschen neues Make-up bekommen. Hier hat er mal einen ganz kleinen Parkrempler gekriegt, aber das ist auch nichts. Sieht eher aus wie ein Gartenzaun oder ein Gartentor wahrscheinlich. Gucken wir mal kurz hier runter. Ist auch okay. Auch die Endspitzen sind sauber, die sind nicht durch. Das ist ja gerne früher gewesen, dass die chronisch verrostet waren. Schönes Auto. Bremerhaven, in Elsass ist er gewesen. Ist schon ein Traum. So ein Auto von einem Erstbesitzer zu bekommen, ist schon mal was ganz Feines. Das Auto wurde natürlich einmal jetzt von der Elternhilfe für krebskranke Kinder, wurde das Auto einmal zugelassen, weil von dem Verstorbenen, der ihnen das Auto vererbt hat, ist der originale Pappbrief nicht mehr auffindbar gewesen. Und somit musste man, um das Fahrzeug wieder für die Straße zu legalisieren. Das heißt, ihr könnt jetzt einfach das Auto ummelden auf euch und sofort losfahren. Dafür musste man es halt jetzt den juristisch zweiten Halter in den Brief eintragen, damit man einen neuen Brief bekommt. So, jetzt schauen wir doch noch mal kurz rein in das kleine Käferchen. Wahnsinn. Unrestauriert im Innenraum. Und den Dokumenten nach, gucken wir gleich mal auf den Tacho. Ich glaube, es waren irgendwie 125, hat er erst runter. Aber selbst der Stoff, die Sitze, richtig gut, die ganzen Einstiegswangen. Da ist jetzt nichts abgewetzt. Auch der Mitteltunnel der Heizung. Und er hat sogar den Kilometerzähler. Den brauchte man ja damals, weil die hatten keine Tankanzeige und die mussten ja eingeben, okay, sie haben jetzt gerade voll getankt und man kann durchschnittlich 300 Kilometer fahren. Dann hat man sich hier halt den Tachostand eingetippt und dann wusste man genau nach 300 Kilometern, oh, ich sollte jetzt mal eine Tankstelle suchen. Und das Auto ist halt einmal rum, der Tacho, das heißt, er hat jetzt 128.000 auf dem Tacho gelaufen. Der Himmel, wirklich sehr guter Zustand. Ja, sehr gut. Innenraumleuchte ist halt auf der einen Seite ein sehr fades, graues Käferchen, ein Standardmodell. Standard erkennt man daran, dass die Holm oben nicht mit dem Dachhimmel bezogen wurden, sondern der Dachhimmel nur in der Mittelbahn lief. Ich persönlich finde das sogar schöner, weil man mehr von der Farbe des Autos im Innenraum sieht. Das ist ja das, was man bei den alten Käfern so geliebt hat, dass man das ganze Armaturenbrett in der Wagenaußenfarbe hat und man schön viel davon sieht.
So. Schönes Auto. Wirklich sehr gepflegt, sehr geliebt. Man merkt, das Auto wurde nur von einer Person gefahren und auch dementsprechend geliebt und gepflegt über die Jahre. Gehen wir mal zum Motorraum. Hier kommen wir zu dem Motorraum, der unkaputtbaren 1200er. Auch der Motor wurde komplett inspiziert und komplett geserviced. Hier seht ihr die Motornummer. Der ist im Groben und Ganzen trocken. Aber ein Käfer verliert ja kein Öl. Er weint nur, wenn er nicht gefahren wird. Auch was Seltenes in dieser Variation, das Handschuhfach. Meistens sind die nämlich so verkeimt, dass sie nicht mehr aufgehen. Und da man hier nur den Druckknopf hat und die Gegendruckfeder arbeiten muss und das Handschuhfach funktioniert wunderbar. Jetzt schauen wir doch gleich mal mit euch in den Kofferraum. Da müssen wir bei den alten Käfern noch hier an dem Haubenzug ziehen. Den ziehen wir jetzt hier. Dann laufen wir mal nach vorne mit euch. Gucken mal vorne rein, ob vorne alles seine Richtigkeit hat und ob vorne auch das Auto gesund aussieht. Da ist auch noch alles drin. Reservekanister ist auch immer gut, gerade wenn man keine Tankanzeige hat. Und die alten Käfer hatten damals noch den Tank von hier drinnen zu betanken. Das heißt, an der Tankstelle muss man immer kultig die Haube aufmachen. Das ist natürlich auch sehr schön. So, das Reserverad haben wir ganz schnell weggebeamt. Ich will euch kurz die Reserveradwanne zeigen. Natürlich hat man hier immer ein paar Laufspuren, aber grundsätzlich ist die Reserveradwanne solide. Auch die Spitzen der Stoßstange, da wo sie gerne durchrosten. Also wirklich, sicherlich hat er hier ein paar Laufspuren, aber das gehört in dem Alter dazu. Und wenn ich mit 55 noch so gut aussehen würde, da wäre ich echt froh. So ihr Lieben, Getcha Classic nimmt euch jetzt mit auf die Probefahrt. In diesem wunderschönen 1965er 1200er Standardkäfer. Auto aus dem Erstbesitz. Auto ist technisch schon bereits komplett geprüft, hat nagelneu TÜV. Jetzt machen wir noch eine kurze Probefahrt, um die ganzen Fahreigenschaften kurz zu prüfen. Und das könnt ihr jetzt kurz mit uns zusammen genießen. Dieser Wagen läuft und hilft und läuft und hilft und läuft und hilft und läuft und hilft.